Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Auswandern nach Thailand. Was alles so passiert, was vorher passiert, ist ja vorbei. Die Abonnenten und Zuschauer, die schon so 3 oder mehr Monate hier schon auf dem Kanal sind und meine Videos verfolgen, die wissen, mit was für einem Visum ich hier eingereist bin. Die anderen, die es noch nicht wissen, möchte ich das dann natürlich auch kundtun. Also hier ist ein schöner Reisepass. Und ich bin mit dem Visum Immigration, wie heißt, ne, Moment, bevor ich was Falsches sage, Non-O eingereist. Ja, das gilt ja für 3 Monate. Und das war jetzt Ende März. Also, ergo, ist das jetzt bald abgelaufen. Ja, es kommt natürlich für Vorbereitungen, gerade für mich. Ist das ja denn das erste Mal, dass ich hier diese Extension of Stay mache und ist man doch immer ziemlich aufgeregt, was die da alles haben wollen. Da soll ja nur jede Immigration anders sein und anders ticken. Aber ich habe das jetzt, ich muss ja nach Udon Thani hin, habe ich bis jetzt nur Gutes gehört. Ja, also ich habe mir vorher im Internet, wie man es ja immer so macht, schlau gemacht, bei den ganzen anderen, die das auch gemacht haben oder machen mussten, diese Jahresverlängerung, was die alles so brauchten. So, und das habe ich mir dann schön aufgeschrieben und habe mir dann Notizen gemacht, dass ich das auch alles habe. Bestimmt zu viel des Guten, aber besser was zu viel wie zu wenig. Ja, gut, dann sage ich euch mal meine Vorbereitungen, wie ich das gemacht habe und wie das bei mir abgelaufen ist. Also, erstmal muss man ja dieses Bankstatement haben. Wenn man das nicht hat, braucht man gar nicht zur Immigration hingehen. So, und bei mir ist das ja so, ich muss ja nach Udon Thani und da ist ja die Bank quasi genau gegenüber, da wo ich mein Konto habe. Und dann dachte ich mir, oh, du kannst das da gleich beides zusammen machen lassen. Einmal zur Bank hin und dann gleich rüber zur Immigration und dann da weitermachen. Jetzt habe ich aber gesehen, dass die Bank der erst um 11 Uhr aufmacht und wir wollten ja eigentlich früh hin. Da habe ich mir gedacht, mal gucken, wir haben hier noch hier Nong Han, ist ja auch noch so eine kleine Filiale, wann die aufmacht. Und die macht um 8:30 auf. Ja, also sind wir dahin. Dann habe ich schön, wie man das so machen soll, als erstes ein bisschen Geld abgeholt, zweitens das Bankbuch aktualisiert und drittens rein in der Bank, um dieses Bankstatement zu kriegen. Ja, also ich mache das auf Basis mit diesen 800.000 Baht auf dem Konto. Das ist für mich einfach erstmal so wirklich die einfachste Möglichkeit, um diese Extension of Stay zu kriegen, wie ich mir dachte. Ja, also so habe ich es jedenfalls gemacht. 2 Monate vorher muss das Geld ja auf der Bank drauf sein, bevor man das zum ersten Mal beantragt. Darum nach der Einreise gleich hin zur Bank und dann flott sehen, dass man das Geld darauf kriegt. Da gehen doch einige Tage mal schnell verloren, je nachdem wie man das überweisen tut. Wir haben es mit der Firma Wiese überwiesen, aber dann war es wieder über Wochenende. Und hat erst doch noch, da war auch noch Ostern da, das hat dann noch länger gedauert, sodass es doch ziemlich knapp wurde zum Schluss hier mit diesem ersten Monat, wo das ja nun drauf sein musste. Aber es hat doch noch geklappt. Ja, so nach 20 Minuten haben wir dieses Bankstatement auch gekriegt. Das hat dann 200 Baht gekostet. Und dann sind wir ab nach Udon Thani zur Immigration gefahren. So, jetzt zähle ich mal alles auf, was ich alles so vorbereitet habe, für mich jetzt, um diese Extension of Stay möglichst problemlos zu kriegen. Also, erstmal diese 800.000 Baht und dieses Bankstatement, das habe ich ja jetzt. Denn Kopien, alle reden ja immer Kopien, möglichst viel und alle unterschrieben. So, ich habe jetzt von folgenden Sachen jeweils 2 Kopien gemacht. Erstmal Reisepass, natürlich gleich die erste Seite hier und die Seite mit dem Visum, dass man die auch hat. Dann habe ich noch von dem Ausweis von meiner Frau noch 2 Kopien gemacht, kann ja nie wissen. Und wie ich gelesen habe, brauchten manche auch eine Karte
auch die mit 800.000 Watt hier dafür, wo man wohnt, dass man das da selber einzeichnet. Das habe ich dann auch noch gemacht. Das soll ja nun kein Problem sein. Also diesem Papier eingezeichnet ist, wo wir wohnen. Habe ich auch noch gemacht. Dann natürlich von unserer Wohnadresse. Da habe ich noch also einen Frosch hier von diesem blauen Hausbuch noch Kopien gemacht und von der Ausweis von der Schwester, die da drinne wohnt. Und uns wurde gesagt, wir sollen die Schwester auch mitnehmen, weil die auch wohl sehen wollen und fragen, ob wir da wohl wirklich wohnen. Dann haben wir noch neue Passfotos machen lassen. Ich habe zwar welche aus Deutschland noch, aber die sind ja mittlerweile auch ein halbes Jahr alt und ich weiß nicht, ob die hier andere Anforderungen an Passfoto haben. Auf jeden Fall haben wir auch noch neue Passfotos machen lassen. Und natürlich dieses Formular TM7. Das habe ich gleich damals mitgebracht, gleich am ersten Tag nach der Einreise haben wir ja die Adresse da eintragen lassen. Und da habe ich gleich ein paar von diesen TM7 Formulare mitgenommen, sodass ich schon mal gucken kann, was da alles drauf muss. Also, diese ganzen Sachen, die ich eben aufgezählt habe, ich habe schön in einen Ordner reingepackt mit Reisepass und natürlich Ausweis und ja, das alles. Passfoto und den ganzen Kram hier. Alles schön dahin gepackt. Jetzt kommt schon wieder ein Auto hier. Es wäre schon wieder unterbrochen. Also ich kriege das nicht hingebacken, hier das Video zu machen. Ja, kleine Unterbrechung. So, muss ich das doch in mehreren Durchgängen machen. Ununterbrochen einmal so 10 Minuten aufnehmen kann ich ja nicht. Also, machen wir weiter. Also diese ganzen Dokumente, die ich jetzt und die ganzen Kopien, die ich jetzt vorher aufgezählt habe, die habe ich in so einen Ordner reingepackt mit durch Ausweis. Dieses Bankbuch habe ich da auch noch reingepackt. Das habe ich dann komplett so einer jungen Dame gegeben, die uns das abgenommen hat. Ich denke mal, das war jemand, der da wohl auch diesen Beruf lernen will oder von der Schule ist. Und die da wohl diese Vorbereitungen macht für die etwas höheren Herren an den Schaltern. Ja, da haben wir dann ungefähr so 30 Minuten gewartet. Dann wurden wir auch aufgerufen. Ich muss mich vorne an so einen Schalter hinsetzen. Und dann wurde von mir noch ein Foto gemacht. Da. Ja, und ich musste 4 Dokumente unterschreiben. Ja, alles, was so ausgedruckt war, was sie da so eingetragen haben. Was ich nicht unterschreiben musste, waren die Kopien. Warum auch immer. Also alle sagen ja immer nur Kopien unterschreiben, unterschreiben, unterschreiben. Ich musste keine einzige Kopie unterschreiben. Und dann mussten wir noch ein Schalter weiter zu diesem 90-Tage-Schalter, da haben die extra noch so einen Schalter. Und da habe ich dann diesen Zettel gekriegt, dass ich in 3 Monate wiederkommen soll, also diesen 90-Tage-Zettel. Das wäre dann im September. Da muss ich da einmal wieder antanzen, Hallo sagen und dann kriege ich wohl einen neuen Zettel. Ja, bezahlen wurde es gleich gesagt, 2000 Watt haben wir bezahlt. Da dachte ich gleich, ich dachte, das kostet nur 1900. Na egal, aber anscheinend gab es keine Probleme. So, haben wir 2000 Baht bezahlt und ich konnte meinen Reisepass und mein Bankbuch wieder in Empfang nehmen mit den kleinen Zellen und ich habe meine erste Extension of Stay im Reisepass eingetragen gehabt. Ja, das habe ich ja nun viele Kopien da eingereicht und jetzt wollte ich mal sehen, welche Kopien haben die denn da eigentlich benutzt davon? Also ich habe ja von jeder Kopie 2 Stück reingetan, so dass ich leicht rausfinden konnte, welche Kopie die genommen haben und welche die nicht genommen haben. Also von den Reisepass da bei der ersten Seite und von mit diesem Visum, da fehlte eine Kopie, also haben die davon gemacht, eine Kopie mitgenommen. Dann von diesem blauen Hausbuch. Und von den Ausweis von der Schwester, da haben sie eine Kopie weggenommen. Also da, wo wir wohnen. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Formular TM7, das haben die ja sowieso gekriegt. Neues Passfoto haben sie weggenommen. Das Bankstatement haben die natürlich auch behalten. Ja, und das war es eigentlich auch schon.
die restlichen Kopien, die habe ich alle wiedergekriegt. Die brauchen die wohl nicht. Auch nicht diese Karte, wo wir wohnen. Ich dachte, das machen immer so nur so auf diese für diese Verlängerung, wenn man verheiratet ist, dass man das da haben muss. Aber ich habe auch schon gelesen, dass andere, die auf 800.000 Basis das gemacht haben, die mussten auch so einen Zettel davor legen. Also ich habe ihn dabei gehabt, aber wollte auch keiner sehen. Und die Schwester wollte im Original auch keiner sehen da. Also die beiden Kopien haben im Endeffekt ausgereicht. Gut, ja, das war's so ganz grob. Das Ganze hat auch ungefähr ja, so, ja, 30 mit ein bisschen Warten bei diesen bei diesen 90-Tage-Schalter, ungefähr so 40 Minuten, dann waren wir da wieder raus und konnten wieder, oder ich konnte wieder glücklich nach Hause fahren. Das hat mir doch arge Probleme gemacht, ob das funktioniert oder irgendwelche Probleme da noch auftreten, die man so nicht vorhersehen kann. Oder dass irgendwelche Dokumente doch gefehlt haben. Wir haben zwar noch ein ganzes Pamphlet an Dokumenten da mitgenommen. Also es hätte eigentlich aus, also wir hätten, denke ich mal, jedes Dokument dabei gehabt, hätten wir noch aus dem Wagen holen müssen. Also wir haben alles mitgenommen, was ich irgendwie in den Finger kriegen konnte hier. Ja, aber so ging das doch ziemlich zügig voran. Ich habe meine erste Extension of Stay für ein Jahr und nach 3 Monate geht es dann wieder nach Udon-Thani, dann lassen wir uns mal da an diesen 90-Tage-Schalter blicken. Man kann das auch online machen, werde ich dann auch mal probieren, aber das erste Mal mache ich das so richtig vor Ort, um zu sehen, wie da der Ablauf ist. Ja, das war's mit meiner ersten Extension of Stay. Ich vermute oder ich hoffe mal, dass es euch so ein bisschen unterhaltsam war, wie ich das gemacht habe. Da geht ja nun doch jeder anders ran. Auf jeden Fall ging es nachher doch sehr easy. Vielleicht, weil ich eben die ganzen Kopien schon dabei hatte, die nachher eh kaum einer haben wollte. Da eine Person, die da noch saß, die musste dann wieder weggehen, weil die dieses Bankstatement wohl zu früh gemacht hat. Weiß nicht, wie viele Tage zu früh. Und der musste nochmal zur Bank hin und nochmal eine Kontobewegung nochmal haben. Das wollte die nochmal sehen. Ja. Da musste er dann nochmal wieder weg. Ja, das war es eigentlich auch schon. Habe ich euch mal erzählt, wie ich meine erste Extension of Stay gekriegt habe. War doch alles sehr, sehr aufregend. Für mich jedenfalls. Nacht davor konnte ich natürlich auch wieder nicht so richtig schlafen. Man denkt dann doch mal wieder nach, hoffentlich passt alles. Aber es hat doch alles funktioniert und es ging sehr einfach. So, ein Jahr ist das wieder vor uns, wo wir wieder Zeit haben. Jetzt kann man über andere Dinge nachdenken, die noch alles zu tun und zu lassen sind. Ja, mit dem Hausbau geht es ja auch fröhlich voran. Aber diesmal soll es hier nur um diese Extension of Stay gehen in diesem Video. Ja, dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag und dann bis zum nächsten Video. Tschüss und auf Wiedersehen.